Yeah. Chips, die lass die Faxen, denn ich brenn auf jedem Track. Okay, mach deine Mucke, aber nenn es dann nicht Rap. Ich kenn noch solche Facts wie dich, die denken, dass sie lässig flohen und nach dem dritten Album merken, dass sich dieser Stress nicht lohnt. Ich bin echt nicht so der Typ, der groß übt, weil ich weiß, dass es reicht, ob Abi das genügt. Okay, jetzt wird deine Haut zur Melodie gepoppt. Sie ähnelt Oli Kahn, denn ihr Stellungsspiel ist top. Also what, what? Ich bin tighter als die Masse. Dein Rap hat keinen Style wie ein Weizen aus der Flasche. Was, ey? Ey, du bist immer zu grottenschlecht. Ich bekomme Fanpost als Jimmy Blue Ochsenknecht. Rapper hoffen jetzt, dass alles so wie früher wird, dass es wieder cool ist, wenn man einen Fiat fährt. No way, Prince Harry Pimp Daddy Battle Win. Ja, ich weiß, falscher Name, hier rappt der King. Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind am Bord. Ich komme langsam ein bisschen dumpfer, weil ich immer die gleichen Lines mache, Digga. Aber das ist bei dir auch so. Hey, hey, Jay, Dion, ey, okay. Stell mir deine Freundin nicht vor, du kannst sie hier abstellen. Und dann räumst du kampflos das Schlachtfeld. Denn wir sind zwei Weiße und ein Schwarzer. Bayern Doppel-H, fahren wir weiter, komm ich nach, denn ich bin laidback wie die Mutter eines Hurensohns. Scheiß auf Arbeit, ey, ich lass mich kurz vor meine Tour klonen. Zu stoned, hab keinen Bock auf Texte und Skills. Ich will viel lieber bei mir in meinem Bett und guck mit das Sexdrogenkind. Du weißt, dass bei mir Dope im Schrank ist, denn ich bin sogar noch krasser online als ein Coca-Junkie. Los, jetzt anziehen, bevor die nächste völlig wütend losbricht, denn sie braucht jetzt ganz dringend mein Besen wie der Küchenboden. Definitiv. Wenn du an meinem Kopf siehst, dann mach schneller. Ich versteh die Hater, ich bin immer oft wie da Capella. Bitch, mir fallen keine Zeilen mehr ein, deshalb rapp ich jetzt irgendeine Scheiße ins Mic. Harry, was geht? Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind am Bord. Harry, was geht? Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind an Bord. A zum J, raffst du's nicht, Kragen hoch, Glas im Griff. Schlag deine Hustler mit Schlagring und Hand im Schritt. Halt von dein paar Homies gar nichts wie Armlose. War schon mit paar Jahren in Büschen wie Tarnhosen. Willst mich kritisieren? Früher war's okay. Ich meine, der Letzte, der sich traute, schwimmt gemütlich in dem See. Deine Gangster sind hart im Nehmen. Die sind alle B wie der zweite Buchstabe im englischen ABC. Der Gig wird schwul, es wird dir gar kein Support helfen. Guck, ich hab mehr Fans als amerikanische Vorgärten. Nun rate mal, wer deine Bitch erkundet. Es geht dir wohl gegen den Strich wie heimgehende Mutten. Dein Label ist unten wegen Rappern wie dem da. Geschäftsprobleme und Managementfehler. Typ, und du willst mucken, hast den Bodyguard umsonst bezahlt. Kannst holen, wen du willst, ey, du läufst danach zum Hobbyart. Harry, Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind an Bord. Harry, was geht? Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind an Bord. Harry, was geht? Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind an Bord. Harry, was geht? Dion, was geht? Siehst du, es geht ums Top-Team in der Szene. G's sind erledigt, Rechtschreibreform. Siehst du, es geht nicht, die Chefs sind an Bord.